Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen hier bei ETS, bei LPG Meyers und bei Charity Gamer. Ja, ETS ist wieder mal dran. ATS haben wir jetzt zeitlang, ich glaube, 7 oder 8 Folgen waren es mit Multiplayer. Jetzt habe ich mal überlegt, das machen wir mal wieder ein bisschen ETS, und zwar auf der Ungarn-Map. Und ich habe mir jetzt eine Tour ausgesucht, die hat so, ich glaube, um die 30, 40 Kilometer, 43 Kilometer. Nicht auf meinen LKW schauen, der ist gerade kaputt, aber ich habe noch zu wenig Geld, um das zu reparieren. Ich muss da noch ein bisschen einfahren. Das Einzige, was ich mir cheated hatte, war das Level, damit ich mir den LKW hier kaufen kann. Mein gemeinsam gegen Krebs LKW. Und den Skin anlegen kann, weil die schaut mich schon cool aus, und natürlich den Tandem-LKW. So, wir fahren jetzt von Dabas nach Pest S-Sack, ja, oder S-Tack, oder wie das heißt. Und da fahren wir jetzt hin, nach Pest. Und haben 40 Kilometer. Das dauert natürlich hier ein bisschen auf der Map. Ja, wenn da jetzt schon mal Fragen kommen sollten, was ich da habe für ein Pack für die Innenausstattung, also für das Interieur, das ist der Cecil. Ist von einem Türken, und da bin ich natürlich Kaffeemaschine und natürlich eine Braut mit dabei, ist ja klar. Und lauter Zeug so rumhängen, Garfield bappt an der Wand und. So, ja, Ungarn-Map, eine sehr schöne Map für Singleplay. Schade, dass es das sowas beim Multiplayer nicht auch gibt. So, und es kann sein, dass ihr ab und zu mal ein kleines Knacksen hört. Das ist das Knacksen meines Lenkrads. Das einfach wegignorieren. So, ich bin dann gespannt, wie viele Folgen das diese Strecke wird. Denn Ungarn-Map ist ja ein bisschen anders. Ist ja alles anders, dass die Ungarn-Map lebt. Und ja, da fahrt man halt in einer Minute einen Kilometer. Und nicht 4-5 Kilometer, so wie bei Standard. So ist das nämlich. So, was gibt es sonst noch Neues, dass wir hier jetzt rauskommen? Weil sie hier irgendwo eine Dose aufgemacht haben. Ja, kommt jetzt. Muss doch jetzt irgendwann nochmal Luft sein, komm. Na, jetzt müsst ihr es schaffen, komm. Hopp. Gut. Ey, warum wiegst du nicht vorher ab? Kleiner Idiot. So. Ja, das Cecil Interior Pack, das ist schon was Cooles. Also kann man sagen, wenn man will. Mir gefällt's. Oh, ich bin zu schnell. Muss man natürlich hier aufpassen, denn hier stehen überall die Cops rum. Die Map lebt halt auch. Warum habe ich jetzt gerade nur 15 FPS? Naja, egal. Egal. Vorne kommt eine rote Ampel, oder? Ja. Also das ist halt wirklich eine schöne, lebendige Stadt. Natürlich hat man da noch das Gras überall und so weiter, aber ich finde es trotzdem cool. Überall stehen Menschen rum, die unterhalten sich, Leute, die gehen einkaufen. Einfach super. Und sehr viel Verkehr, sehr viel Verkehr. Und das ist schon mal ganz cool. Deswegen habe ich wahrscheinlich jetzt auch nur zwischen 15 und 20 FPS. Naja, wir werden sehen, wie da die Aufnahmen sind. Tanken muss ich nicht, nein. So. Bin ja gespannt, wo wir abliefern müssen. Also hier zeigt man zum Beispiel das Navi einen falschen Weg an, beim Kreisverkehr. Ein bisschen aufpassen, wir sind ja hier überlang hinten. Wir haben den Jumbo dran, Jumbo-Hänger. Ja, also es gibt immer die ATS oder ETS Multiplayer, und dann mache ich wieder mal Singleplay. Je nachdem. So im Wechsel.
Ja. Sogar einen Telepass habe ich drin hängen. Hahaha. So, Schluck Kaffee. Haben wir jetzt Kaffeemaschine im Fahrzeug? Mensch, das knackst schon wieder. Das ist ja der Burner. Ich hoffe jetzt nur, dass ich nicht zu viele Motorfehlfunktionen bekomme. Muss nur jetzt schauen, dass ich die Kohle zusammenkriege für Reparatur. Weil am Anfang bringen auch Angestellte nicht allzu viel Geld, man verdient auch nicht allzu viel. Also man ist da jetzt ewig lang unterwegs für die noch 38 Kilometer. Aber das ist das Coole an der Map. Das ist irgendwie wie Echtzeit. Naja, nicht ganz. Also man braucht halb so lang, wie man normal in echt brauchen würde. Also ich hatte mal einen Tag komplett nur hier gespielt und habe danach nur knapp 500 Kilometer gehabt. 500, 600 Kilometer so zwischendrin. Aber das finde ich halt auch cool, dass er dann doch näher an die Realität rankommt. Ja, so ist das. Hey, warum hängt mein Ding so komisch drin? Mein Volvo-Zeichen. Aber hallo. Also der Garfield davor hängt. Eieiei. Was transportiere ich eigentlich? LKW-Reifen, okay. Die falsche Anzeige am Kreisverkehr. So, jetzt dürfen wir mal schneller fahren. 80. Das machen wir auch. Ja, wer bei ATS aufgepasst hat, im Multiplayer, der hat mitbekommen, dass auf einmal hat es einen Schlag getan im Multiplayer. Und da ging meine Halterung vom Lenkrad N2, ja, die ist abgebrochen. Ups, Motorfehlfunktion. Ja. Da fängt es schon an. Ja, und dann hat man das Problem. Oder dann habe ich jetzt getestet, ob das auf meinem Glasschreibtisch, den ich hier habe. Trotzdem funktioniert mit den Saugnäpfen, da sind vier Stück dran und das hält eigentlich ganz gut. Also funktioniert es, aber jetzt ist das Vibrieren ein bisschen schlimmer, finde ich, weil halt Glas doch Vibrationen mehr leitet wie. Weil vorher hatte ich immer so ein Tuch zwischen rein, zwischen Klammer und ein Lenkrad rein, dann war das allzu laut zu hören. Naja, mein Gott, ist halt so. Ein Skede 29er natürlich ein schönes Teil, aber über 300 Euro habe ich gesehen. Ja. Und das G27 auch noch über 200, das ist schon doof. Aber wer weiß, was sich hier in Zukunft gibt. Genau, und dann, ups, uiuiuiui, da hatte ich aber jetzt Dussel, hohoho. Ja, aber Schild umfahren. Nicht aufpasst, Johnny. So, der Homepage steht ja die neue, ich hatte die Gamer.de. Und ja, wir bauen ein bisschen um. Und zwar, ich will jetzt sagen, dass das Charity Gamer jetzt irgendwie, weil ja wir auf dem Weg sind, das ja so ein gemeinsames Projekt zu machen mit allen, die Bock haben, da mitzumachen. Und wir sind da jetzt gerade dabei, auch Surfer zur Verfügung zu stellen. Bis jetzt steht ein LS-Surfer, kommt aber noch ein zweiter dazu nächsten Monat. Und dann haben wir noch einen Minecraft-Surfer, einen Vanilla-Surfer, wo aber trotzdem eine interessante Idee dahinter steckt, und zwar große Projekte bauen mit der Community, also mit euch zusammen. Natürlich hat auch jeder seine Chance, seine eigene Hütte hinzustellen, dann haben wir eine Farmwelt und so weiter und so fort, aber dazu mehr am Samstag in einem Livestream, am Abend um 20 Uhr. So. Ein Unfall.
Eieiei, ein Unfall. Ah, den hat's ja voll rausgelupft. So. Immer noch 26 Kilometer. Schon cool. Dass der Kreisverkehr das verkehrt anzeigt, ist komisch. Über die Web. Überall ist irgendwo immer irgendwas los. Kleine Ortschaften, kleine Dörfer, große Stadt natürlich. Budapest ist voll riesig. Ja, man muss halt auch aufpassen, dass man keine Unfälle macht, weil man verdient ja auch nicht allzu viel. Ja. Machen wir mal schnell was, ein Fotochen. Brauche ich eh für... Jetzt dann, oh, der schaut schon cool aus. Also der schaut schon cool aus. So. Na. Jo, komm, so machen wir das. Dann und klick. So, da Mann. So, weiter geht's. Ja, ich mache da immer 1-2 Touren, je nachdem, wie lange das dauert, und dann kommt wieder ATS oder ETS im Multiplay. Also, dass er nicht dauert mit irgendwelchen Drag-Spielen um die Ohren gehaut wird. Muss natürlich auch ab und zu aufpassen, gerade in engen Kurven, dass man nicht irgendwo hängen bleibt, gerade mit dem Tandem. Weil der fährt sich doch ein bisschen anders. Da stehen schon wieder die Cops. Aber nicht wegen mir, die haben dann rausgezogen. Und da ist der Blitzer, oder? Nee, auch nicht. Ja, zieht nur raus, habt schon recht. Ihr seht schon, dass da Verkehr kommt, gell? Budapest. 13 Kilometer. Ach, fahren wir durch Budapest durch oder was, wenn wir das abgeben? Oh mein Gott, das wird ein Stop and Go, Stop and Go, Go and Stop, Go and Stop, Stop and Go. Also wir haben Glück.